Das ist besser als jeder lahme Kahn. Manchmal muss es eben zu Fuß sein. Er meint, das seien genug Quaker, um den Glibbergleiter mit unendlich viel Munition zu versorgen. Glibber meint, er hat gesehen, wie der Pummelschnauber Stein als sein Bein genommen hat. Mit diesem Weltenfresser hat er also persönlich eine Rechnung offen. Danach setzte Steinalt seinen Kopf statt seine Füße ein. So überlegte er sich einen Plan, wie die Welten ver... Zum Zweiten. Ich glaube, das ist sogar der mit den zwei Köpfen, drei Köpfen, ja. Wenn wir am Anfang von dem Projekt gesehen haben. Das ist der Pummelschnauber, der an der Rinde kaut. Nachdem er das Bein von Steinalt gemampft hat, ist er wohl auf den Geschmack gekommen. Siehst du das Bruchboot da drüben? Es scheint noch seetüchtig zu sein. Ey, komm an, du bist doch behindert, ne?
crushed, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Go on, just do what you do. And it hurts. As I bleed for you, cry for you, oh, oh. Let me bleed. As I bleed for you, cry for you, oh, oh. Let me bleed. Let me bleed. Let me. Seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. And it noch eine Stunde. Oh. Was war das, Alter? Leck mich am Arsch. Er dankt dir, dass du einen weiteren Weltenfresser erledigt hast. Die Hälfte ist bereits geschafft. Angeblich hat Steinalt Lupalupin gesichtet und er glaubt, dass deine Zeit gekommen ist. Er hofft, dass du bereit dafür bist. Oh nein, ich mach meinen Kampf. Obwohl du ein gutes Herz hast, solltest du nicht die Gelegenheit verpassen, dich dem Räuber zu stellen. Begib dich zurück zum Fuß des Baumes. Hoffentlich bleibt Lupalupin an Ort und Stelle, bis du dort eintriffst. Hat gehört, du hast den besten Gleiter von allen gefunden. Eine Arche. Und einsatzbereit ist sie auch.
Schätzt, so muss es wohl sein. Das wird ein wilder Ritt. Madiwi. Schon komisch, dass du eine Arche gefunden hast, obwohl du nirgendwo hin musst. Die Welt wird weiter existieren. Madiwi. So oder so ist er stolz auf dich, weil du vor der Flucht anderen helfen willst. Fragt sich, ob in deinem schicken Archengleiter noch Plätze frei sind. Hier bietet sich die Gelegenheit. Bietet sich die Gelegenheit, deinem Nächsten in der Arche, falls du... Brauchst nur dich selbst und mich, natürlich, aber ich bin ein... Soll es schnell gehen, geh allein. Der Einzige, von dem schnell weg wollen, bleibt. Aber du weißt, dass du selbst, wenn ich schlechte Gesellschaft bin, ich vervollständige dich. Endlich sind wir uns mal bei einer Sache an. Doch zuallererst sollte man sich selbst gute Gesellschaft... Regt, einen Platz in deiner Arche zu bekommen, kann es kaum abwarten, über den Himmel zu gleiten. Ja. Gott, ja. Wenn du nicht handelst, wird dieses Monster die Wurzel zerstören. Möchte, dass du ihm, wenn du Steinalt das nächste Mal triffst, es dich nicht stressen. Meint, ihr seht euch bei der Arche. Er möchte sich bloß noch ein letztes Mal vom Glibber verabschieden. Dass er sich holt, aber er redet einfach gern mit dir. Mein Wichtigste, habt ihr bereits geredet. Sagen was für diese Folge, ganz okay, Panne. Daumen hoch, lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und sonst bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.